Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben in der letzten Laborstunde mit der Shell begonnen. Gell? Wir haben gesagt, die Shell ist ein wunderschönes Arbeitsinstrument, mit der wir sowohl interaktiv arbeiten können, gell? Als auch programmieren können. Gell? Also wir können also interaktiv unseren Computer damit bedienen über die Befehlszeile oder wir können Abläufe automatisieren. Gell? Wir können Skript schreiben. Das sind die zwei zentralen Aufgaben der Shells. Gell? Wir wollen jetzt in die Richtung der interaktiven Arbeit gehen. Dazu müssen wir zuerst mal ein paar Konzepte der Shell kennenlernen. Gell? Und das erste Konzept ist ein Konzept, das wir eigentlich täglich benutzen, wenn wir über die grafische Benutzeroberfläche mit unserem PC arbeiten, und zwar das Konzept des Pfades. Gell? Wenn man irgendwo eine Datei sucht, gell, beginnt man und klickt also mit der Maus ganz wild, gell, durch die Pfade im Verzeichnisbaum. Gell? Und das wollen wir uns heute etwas anschauen, was das eigentlich bedeutet, was solche Pfade sind. Gell? Und dort haben wir ja gesehen, gell, unter Wikipedia gibt es einen wunderschönen Artikel dazu, der da auf Unterschiede verschiedener Pfade eingeht, gell? Und dabei auch verschiedene Betriebssysteme etwas berücksichtigt. Wir schauen mal, gell? Also wir brauchen also Pfade, um irgendwelche Wege zu beschreiben, gell? Also Wege durch diesen Verzeichnisbaum zu irgendeinem Ziel, gell? Das Ziel kann eine Datei sein, das Ziel kann auch ein Verzeichnis sein, gell? Also es hängt davon ab, was wir jetzt machen, gell? Und hier unterscheiden wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Angabe des Pfades, und zwar kann man einen Pfad absolut angeben, und zwar von einem bestimmten Start weg, gell? Also unter Linux, Unix, vom Wurzelverzeichnis weg. Gell? Und das bedeutet, dass man also vom Wurzelverzeichnis, vom Anfang, dort wo der Verzeichnisbaum beginnt, gell? Von dort weg dann einen Pfad beschreibt. Und das sieht man daran, dass dieses Slash voraus ist. Gell? Der Slash bezeichnet also die Wurzel, den Beginn unseres Verzeichnisbaumes unter Linux, Unix, gell? Und wenn man einen Pfad eben vom Beginn weg beschreibt, gell? Also vom Anfang weg, dann ist das eine absolute Pfadangabe, gell? Und einfach mal zwei Beispiele, gell? Und also slash usr local bin, gell? Also wenn wir jetzt da, gehen wir da hinein, gell? Wenn ich da sage, ja, cd slash usr local und bin, dann habe ich einen Pfad absolut angegeben, gell? Okay, also wenn ich hier bin, ja, dann bin ich jetzt diesen weiten Weg gegangen, gell? Und zwar durch eine absolute Pfadangabe, gell? Oder ich kann wieder dorthin zurückgehen, wo ich war, gell? Also ich war also hier. Also kann ich sagen cd nach home Karl Material DB dritte Klasse Betriebssysteme Shell. Mhm. So, und jetzt bin ich jetzt wieder dort, wo ich vorher war, gell? Und ich habe zweimal durch eine absolute Pfadangabe mein aktuelles Verzeichnis gewechselt, gell? Also einmal bin ich da hinüber nach USR Local Bin, gell? Und einmal bin ich wieder zurück hier in dieses Verzeichnis, in dem ich jetzt gerade arbeite, gell? Und ja, das sind absolute Pfadangaben, gell? Woran kenne ich das? Gell? Durch den Beginn des Pfades, gell? Wenn der Beginn des Pfades die Wurzel ist, dann ist die Pfadangabe absolut, gell? Unter Microsoft, gell, müsste ich als Beginn der Pfadangabe dann noch mein Laufwerksbuchstaben haben, gell. Also unter Microsoft wäre das dann irgendwo ein CD von mir aus, ja, C, Doppelpunkt und nicht Slash, sondern Backslash, gell. Okay, und dann steht da von mir aus, ja,
Benutzer, wenn das eine deutsche Installation ist, Karl, Backslash und so weiter. Gell? Okay? Also, jo, Microsoft, gell? Die hat es mit dem, ja, mit dem kleinen Einmaleins, gell? Also, dort hat man solche Angaben. Okay. Ja, absolute, gell? Und wenn es, ja, eben, wir haben die Laufwerksbuchstaben, gell? Und das Trennzeichen ist eben dann der Backslash, gell? Ja, warum ist das der Backslash geworden? Weil die Microsoft oder halt als dieses Betriebssystem, dieses DOS-Zeug da entwickelt wurde, gell? Dort ist so gewesen, das hat zwar bestimmte Konzepte gehabt, wie das Konzept des Verzeichnisses dann. Nee, nein, am Anfang noch nicht, später, gell? Also, am Anfang hat es eben keine Verzeichnisse gehabt. Und dann ist dieses Trennzeichen, das Slash, frei gewesen. Und dann hat man etwas gemacht, man hat die Optionen, die unter Unix mit einem Minus eingeleitet worden sind, gell? Also zum Beispiel ls-l, gell, das ist in Unix. So hat man unter DOS damals die Optionen mit einem Slash eingeleitet, gell? Und das hat schon einen Grund gehabt, gell? Man wollte also nicht die ganze Syntax von Unix abschreiben, man wollte hier etwas differenziert auftreten, gell? Also man will ja auch nicht immer ja, gleich ausschauen wie alle anderen, gell? Und so hat die Microsoft damals dann halt beschlossen, die Bedienung da so ein bisschen anzupassen, gell? Ja, beziehungsweise nicht anzupassen, sondern etwas anders ausschauen zu lassen, gell? Und so hat die Option den Slash bekommen, gell? Und ja, das war kein Problem. Am Anfang hat es keine Verzeichnisse gegeben bei Microsoft, gell? Also Microsoft DOS ist ohne Verzeichnisse geboren worden. Nur mit Dateien. Und das war jetzt auch kein großes Problem. Denn man muss jetzt bedenken, am Anfang gab es keine Unterstützung für Festplatten. Gell? Und wenn ich keine Festplatte habe und nur so Disketten, gell? Also auch noch nicht die modernen Disketten, sondern das sind noch die Kartondisketten, 5,25 Zoll gewesen. Und dort hat man dann eine Unterstützung für ein paar hundert Kilobyte große Disketten gehabt. Gell? Und Ordnung, ja, Ordnung hat man dann bei den Disketten eben halten müssen. Gell? Da hat man also verschiedene Sachen für verschiedene Disketten für verschiedene Inhalte gehabt. Gell? Also hat man kein Verzeichnis gebraucht. Gell? Wer braucht schon ein Verzeichnis? Gell? Verzeichnisse, ja, das wird schon was für Schwächlinge sein. Gell? Auf jeden Fall hat man keine Verzeichnisse gehabt und als man dann Verzeichnisse dann bald mal eingeführt hat, gell, weil es halt doch jemand gegeben hat, der gesagt hat, nein, nein, also auch eine langsame Festplatte ist besser als der schnellste Diskjockey, gell, also so der Diskettenwechsler, gell. Also hat man die Unterstützung für Festplatten eingeführt und in dem Moment, als wir die Unterstützung für Festplatten eingeführt haben unter DOS, haben wir dann auch die Unterstützung für Verzeichnisse und Unterverzeichnisse gebraucht, gell? Weil es natürlich keinen Sinn macht, eine Festplatte zu benutzen und alle Dateien im gleichen Verzeichnis zu haben. Das geht nicht, gell? Also mit der Festplattenunterstützung hat man dann auch eine Unterstützung für Verzeichnisse gehabt und damit braucht man jetzt ein Trennzeichen zwischen Verzeichnis und Unterverzeichnis und zwischen Verzeichnis und Dateinamen im Pfad, gell? Und so hat man dann unter Microsoft den Backslash genommen, weil den Slash hat man schon für die Optionen verwendet, gell? So, und also bei Microsoft, gell, haben wir dann immer Laufwerksbuchstaben und den Backslash, gell. Und was es dann noch gibt, gell, es gibt nicht nur DOS, Windows, gell, und auf der anderen Seite Unix, Linux, gell. Es gibt eine ganze Welt der Netzwerklaufwerke, gell. Und diese Netzwerklaufwerke, gell, die sind irgendwo ja, Rechner, das können ein Server sein, können einfach ein NAS sein, das kann alles Mögliche sein, gell? Und das verlangt dann nochmal ein anderes Konzept, weil man kann nicht die ganze Welt in einem Verzeichnisbaum aufbauen, also irgendwie einbinden, gell? Also, das hat, kann man dann so anschauen, gibt es mehrere Konzepte, aber zum Beispiel sowas, dass man slash slash hat, dann den Rechner, gell, kann
der Name sein, kann die IP-Adresse sein, muss ich halt auflösen können, gell? Dann die Freigabe, gell? Also wenn ich auf dem Rechner dann ein ja, Microsoft habe, gell? Oder Samba oder irgendetwas, kann ich einfach die Freigabe irgendwo definieren, gell? Und dann einen Pfad, ein Verzeichnis angeben, wie ich da reingehabe, gell? Und dann bin ich dort auf diesem Rechner, gell? Okay. Dann, das waren absolute Pfade, gell? Okay, beginnend von einem Ausgangspunkt, gell? Das ist so, als wenn ich die ganze Welt von Rom weg beschreiben würde, gell? Wie erreiche ich die Welt aus Rom, gell? So haben sich die Briten auch gedacht und haben, ja, in die Null da drin Greenwich gelegt, gell? Okay, so, auf jeden Fall, es gibt nicht nur diese absoluten Angaben, es gibt auch eine gerechtere Angabe des Pfades, gell? Und es ist eine relative Angabe des Pfades. Diese relative Angabe des Pfades ist manchmal nicht so nützlich, gell? Und zwar immer dann, wenn wir zum Beispiel automatisieren, Skripts machen und so weiter, gell? Weil dann wäre die relative Pfadangabe ja die Pfadangabe vom aktuellen Verzeichnis weg. Gell? Und das aktuelle Verzeichnis, das ist einmal hier, einmal dort, gell? Kann überall liegen, gell? Wo ich gerade bin. Wenn ich jetzt, wo ich gerade bin, verwenden will, dann brauche ich doch ja, mich, gell? Der den Überblick behält, gell? Also die Intelligenz des Benutzers nicht beleidigt, der sieht, wo er ist. Gell? Und dann kann er auch von dort weg, wo er ist, eine relative Pfadangabe bauen. Gell? Zumindest als Informatiker sollte man das dann machen können. Gell? Also das heißt, relativ Pfadangaben sind eine Pfadangabe, wie sie der Navigator machen würde. Der Navigator sagt immer, ja, wenn ich jetzt sage, ja, ich will auf den Obstplatz gehen, gell? Also, und ich bin jetzt in der Schule, sagt dann der Navigator auch, ja, dann ja, gehen Sie mal raus, gell? So an der Straße links, gell? Und dann geht es ja rechts, Rosensallee, und dann immer weiter, 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 gell? Und irgendwann mal halt in die Altstadt drauf, gell? Also das ist eine relative Pfadangabe des Navigators, gell? Weil der Navigator weiß schon, es nützt uns relativ wenig, wenn wir absolute Pfadangaben von einem bestimmten Ort aus immer machen, gell? Und wenn wir interaktiv mit der Shell arbeiten, ist die relative Pfadangabe auch recht nützlich, gell? Also man kann einen Weg relativ von dem Ort aus machen, vom aktuellen Verzeichnis, in dem man sich mit der Shell gerade befindet, gell? Und ja, das ist ein ganz nettes Konzept, gell? Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich im Home-Verzeichnis bin, gell? Home-Verzeichnis kann ich auch mit Tilde abkürzen und ja, kann jetzt machen CD Tilde, gell? Oder wenn ich jetzt dort unten bin, gell? Da gehe ich zurück, gell? Mit einer relativen Pfadangabe, gell? GUP-Material, DB3B, Betriebssysteme Shell, CD, GUP-Material, DB3, Betriebssysteme Shell. Gell? So, das war jetzt eine relative Pfadangabe. Gell? Ich war in meinem Home-Verzeichnis, da steht die Tilde, und habe von dort ohne vorher die, ja, das Home-Karl anzugeben, bin ich von hier direkt hinuntergegangen nach GUP-Material DB3BS Shell. Relativ zu dem Ort, wo ich gerade war, gell? Und das ist eigentlich recht nützlich, gell? Also da, und dort gibt es zwei Dinge, die man sehr gerne benutzt, und zwar den Punkt und vor allem auch den Punkt, gell? Der Punkt bezeichnet den Ort, wo ich jetzt bin, gell? Wenn ich also irgendwo angeben muss, mach etwas mit dem hier, gell? Oder bring etwas hierher, zum Beispiel beim Kopieren, gell? Oder beim Ausführen von selbst kompilierten Programmen, gell? Sagen wir ja auch Punkt, Slash und dann Programmname, gell? Um zu sagen, das Programm, das hier liegt, gell? Im Punkt, gell? Und deswegen Punkt braucht man halt manchmal, gell? Aber beim Navigieren braucht man öfter dann das, ja, den Punkt, gell? Punkt ist eine Ebene höher, gell? Also ich könnte jetzt sagen, gell, CD, Punkt, gell, dann verlasse ich das Verzeichnis Shell und gehe nach Betriebssysteme hoch. Oder ich sage CD, Punkt, verlasse ich das Betriebssystem und gehe hoch zur dritten Klasse. Oder CD, Punkt, gell, dann bin ich in DB. Oder CD, Punkt, gell, bin ich bei Material. Oder CD, Punkt, bin ich bei GUP, gell, und so weiter, gell. Und ja,
Und so kann ich jetzt da durch die Verzeichnisebenen navigieren. Gell? Also das funktioniert dann relativ. Gell? Okay, oder ich kann auch machen CD. Punkt, Punkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, langsam genug. Ja, nee. Noch. Ah, so. Jetzt bin ich ganz oben. Gell? Um die Wurzel anzugeben, gell? So kann ich ja, das relativ immer einmal, zweimal, dreimal und viermal und so weiter hoch, bis man ganz oben ist. Gell? Ihr könnt auch schreiben, gell, CD, slash, ging ja auch, gell. Okay, und dann von hier zum Beispiel nach USR, lokal, bin. So. Okay. Und jetzt kann ich wieder zurück. Dann sage ich, also, einmal, zweimal, dreimal hoch, nach Home, Karl, ja, GUP Material DB3 Betriebssysteme Shell. Geil, beides mal relativ. Geil, also ich habe beides mal einen Start ohne das Slash gehabt. Nicht Slash am Anfang, geil, sondern etwas anderes. Geil, also ist eine relative Pfadangabe. Geil. Jo, also, es ist noch interessant in diesem Bezug. Der Verzeichnisbaum. Der Verzeichnisbaum, der ist unter Unix Linux ein einer. Gell? Also unter Unix Linux Systeme hat man einen Verzeichnisbaum. Irgendwo hat man ein Root-Dateisystem, sagt man auch. Das Root-Dateisystem ist nicht das Dateisystem für den Benutzer root, sondern das ist das Dateisystem, das an der Wurzel hängt, gell? Okay? Also das ist das erste Dateisystem und dort irgendwo in Verzeichnissen kann man andere Dateisysteme einhängen. Mounten sagt man auch, gell? Okay, also unter Linux, Unix haben wir dieses Konzept, dass wir irgendwo eines haben, das Root-Dateisystem, und dann haben wir irgendwo die anderen Dateisysteme, die irgendwo drinnen hängen, gell? Wenn wir da mal schauen bei mir, gell, ich mache mal ein Disk Full, gell, also das Disk Full sagt mir, ah, da ist also mein Root-Dateisystem, gell, sagt mir auch, wie voll es ist, 33%, gell, und ja, das ist, hier ist die Gerätedatei, gell, und ja, also das ist mein Root-Dateisystem. Was habe ich hier? Ich habe ganze Haufen Dinge, die eigentlich nicht physische Dateisysteme sind, sondern irgendwelche logischen Dinge ausdrücken. Gell? Und ich habe hier noch drei andere Dateisysteme. Gell? Also ich habe zum einen dieses Slash Boot. Gell? Also da drinnen habe ich die Kernels und so ein paar Sachen, die hier installiert sind. Und dann Boot EVO. Boot EVO. Hände weg und hoffen, dass es immer funktioniert, gell? Also unter Boot EFI, gell, haben wir also diese UEFI-Geschichten des Systems, gell? Und ja, das ja, ich war überrascht nach der Installation, das hat er sich dann schön brav mit Microsoft geteilt, gell? Alles funktioniert, gell? Gut gegangen. So, und das ist alles noch relativ klein, gell? Also da haben wir ein paar Giga und ein paar hundert Megabyte, gell? Das ist zusammen ein bisschen mehr als 2 Giga. So, und dann haben wir hier dieses Slash Home, gell? Und im privaten Bereich, gell, machen das viele, gell, dass sie Slash Home trennen vom ganzen Rest, gell? Und da haben wir in dem Fall sehen wir auch ganz was Interessantes, gell? Ja, oder eigentlich nicht so, haben wir viele, gell? Also das Slash, gell, das Root-Dateisystem, das ist so eine, ja, so eine SSD, gell, und das ist auch so eine SSD, und das ist auch so eine SSD, gell, da haben wir drei Partitionen, die auf der SSD sind, und wir haben eine SDA4. Das ist SDA4, das ist jetzt eine, ja, das ist eine Festplatte, eine mechanische, gell, und, ja, ist eigentlich eine feine Sache, gell, also so ein hybrides System hat man den Vorteil der SSD, die relativ flott arbeitet, und man hat dann die Software und diese Sachen alle auf der SSD drauf, gell, auch beim, ja, die paar Dinge vom Booten da, gell, und das Slash Home mit den Daten der Benutzer, gell, sind auf der Festplatte, gell, ist
auch etwas beruhigend, gell, weil die SSD ist zwar flott, gell, also das ist nicht das flotteste System, das es gibt, gell, aber die mechanischen Festplatten sind oft gutmütiger, gell, vor allem wenn sie ans Lebensende kommen, sind sie gutmütiger, gell, also die SSDs haben oft ein kapitales und feuriges Ende, gell, und dann ist am nächsten Tag Schluss, gell, während eine mechanische Festplatte manchmal langsam wird, gell, und dann irgendwann mal funktioniert sie nicht mehr so gut, gell. Und ja, dann wird es höchste Zeit, dass man sich eine Ersatzplatte sucht, gell. Aber das kündigt sich dann manchmal nicht so fulminant an, gell, wie bei einer SSD, gell. Deswegen bin ich da eigentlich recht glücklich mit dieser Lösung. Okay, also ein Verzeichnisbaum und 1, 2, 3, 4 Dateisysteme, alle ineinander gehängt, gell? Unter Windows hätten wir ein wahrscheinlich C-Doppelpunkt, gell? Dann hätten wir wahrscheinlich keine eigenen so Slash-Boots oder so, das wäre alles auf C-Doppelpunkt, und dann hätten wir wahrscheinlich ein D-Doppelpunkt für diese Lösung für die andere Platte, gell? Also unter Windows hätten wir wahrscheinlich C-Doppelpunkt und D-Doppelpunkt, gell? Zwei Laufwerksbuchstaben für so etwas. Okay. Dann wollen wir zum nächsten gehen.